Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Und heute habe ich Yellow Rose Outlaw Whiskey. 46% ABV, crafted in Texas. Und das ist, Leute, handmade von 100% Mais. Also, ich bin ein bisschen gespannt, denn meistens gefällt mir Mais nicht. Die Flasche hat 64 Euro gekostet. Online und ich mache die hier gerade für uns gemeinsam auf. Die haben ein großes Pot Still dort in Texas. I'm waiting. Ich wollte nicht hier kleckern. Das ist interessant. Die Farbe finde ich Bombe. Also, wenn man online auch bei Yellow Rose anschaut bei YouTube, da sieht man diese kleine Fässer, die sie benutzen. Also die Fässer waren dann ungefähr 5 Gallonen, das heißt ungefähr 20 Liter groß. Also sie sehen genau eben aus wie die Leute, die jetzt hier ihre Transformation-Videos machen. Also kleine Fässer, die man wirklich nach fast in der Hand halten könnte. Wahnsinn. Also, wie ich schon erzählt habe bei den Premium, das habe ich schon mal getestet, da steht Premium American Whiskey drauf, ist es nicht. Da hat der Brian, also der Ryan Bride, zusammen mit damals Troy Smith überlegt, eine eigene Distillerie dort in Houston, Texas. Und gerade durch diese Wärme und diese Hitze, diese Gulfstream, der da kommt immer wieder von der Gulf von Mexiko, reift dieser Whisky erstaunlich schnell. Und da kam noch Randy Whittaker dazu, der ein bisschen der Geschäfts- und der Vertriebsmensch da ist. Und die haben tatsächlich dieses Outlaw Whisky schon ein bisschen länger gemacht. Ich habe jetzt hier von Batch 2017 Nummer 1 und ich habe die Flasche 159. Und auch hinten drauf steht bei mir, dass es tatsächlich aged at least 1 year, also wenigstens 1 Jahr alt gereift. Und das ist tatsächlich hier durch die EU Vertriebspartner Le Whisky du Monde, also Whiskys der Welt aus Frankreich. Ja, und der Troy Smith, als er versucht hatte, einfach verschiedene Dinge zu machen, kam jetzt hier auf diese Idee, dieses Corn Whisky zu machen. Und deshalb steht hier nicht unbedingt ein Bourbon Whisky, also es steht Bourbon Whisky drauf, aber Outlaw Bourbon Whisky, weil halt eben eigentlich musste es Corn Whisky heißen, aber die sagen, wir sind ein Outlaw, wir sind Verbrecher und wir tun etwas gegen das Gesetz. Wow, eine ganz schöne, tolle Farbe hier. Oh, auch an der Nase ist das echt richtig nett. Karamell. So, an der Nase, wie ich sagte, Karamell. Holz, also ich habe Kiefer in der Nase. Es ist nicht Eiche, was ich da rieche, primär, sondern eher wirklich. Ich bin an Dänemark am Strand und diese Kieferbäume wachsen da empor. Genau, noch Kieferhonig habe ich. Honig aus dem Schwarzwald. Nicht für mich unbedingt sehr angenehm, aber wer weiß. Auch nicht wow, aber auch nicht schlecht. Ich gebe ihm einen Moment. Also, die benutzen eine 650 Gallonen große Mashtun, also immer mal 4, das heißt 2.500 Liter. Die benutzen, hier haben auch eine Pot Still, in dem das auch tatsächlich distilliert wird. Auch eine gute Sache. Die haben ein Rye-Programm, die haben ein Single Malt-Programm, die haben einen richtigen Bourbon Whisky, nicht der Outlaw-Programm. The Tasting Panel hat den 94 Punkte hier gegeben. Also hat schon einige Auszeichnungen hier gewonnen. Ich lese einfach mal ganz vor. So, Double Gold Medaillen, Best in Class 2013 bei the American Distilling Institute. Double Gold Medaillen 2013 in San Francisco, the World Spirits Competition. Es bricht alle Bourbon-Gesetze, weil es aus 100% Mais gemacht wird in ein traditioneller Pot Still und dann gereift in kleinen amerikanischen Eichenfässern, die ausgebrannt sind. Unser Rezept produziert eine süße, eine vollmündige, geschmackvolle Getränk mit warmen Vanille- und Karamelltönen. Und das kann ich absolut nur zustimmen hier.
So, nothing important, nichts Wichtiges auf der Rückseite denn da. Ich glaube, das könnte ein bisschen an einem heranwachsen. Also man könnte sich daran gewöhnen, will ich da sagen. Auf Englisch, you can get used to it. It grows on you. Also das ist jetzt hier ein kleines bisschen dieses sich daran gewöhnen. Und der erste Geschmack war, okay, 3 plus. Aber nicht wow. Und der zweite Geschmack ist, oder der zweite Schluck ist, ich bleibe bei dieser Tannenhonig. Es ist auf jeden Fall echt absolut kein Bourbon. Also da kommt dieses Maisnote gut durch, diese Korn, was man auch von Mellow am Korn kennt, vom Heaven Hill zum Beispiel, was man von Baconis kennt mit seinem Baby Blue, was man auch vom Hudson kennt mit seinem Baby Korn oder Baby Hudson. Also alle Corn Whiskies, man benutzt das, weil halt eben das reift wesentlich schneller, genau wie Rye schnell wächst. Man kann nach 3 Jahren einen super schönen Rye auch raushauen. Man kann nach 6 Monaten bzw. nach 1 Jahr in diesem Fall tatsächlich einen sehr netten auch Mais, ein Moonshine Whisky praktisch raushauen. Moonshine wird hauptsächlich auch aus Mais denn gewonnen. Wobei die Farbintensität, da ist kein Farbstoff dazugegeben. Das ist reinste Fass hier. Das ist richtig gut. Auch der Finish ist nicht schlecht. Ich bin am Schwanken, ob ich doch auf ein 2- hochgehen kann. Aber auf jeden Fall nicht höher. Also, ja, ich habe diesen Finish, diesen Nachklang im Mund, der nicht unbedingt ganz, ganz perfekt ist. Einiges an Fass, einiges an Mais. Ja, eine Nase kriegt er kein 2-. Der ist ein 3+. Der ist ein Tick besser als Durchschnitt, was auch immer Durchschnitt sein mag, bei 3. Ja, die zweite Nase ist besser als die erste Nase. Komisch. It grows on you, ja? Man gewöhnt sich daran. Irgendwie habe ich immer wieder eine Assoziation im Mund, auch im Kopf mit alten Turnschuhen. Also irgendwas ist da drin. Und das ist nicht unbedingt eine super schöne Erinnerung dann da, aber auch nicht unbedingt eine schrecklich schlimme Erinnerung. Das ist fast neutral, wo man eine ausgelatschte Turnschuhe hat. Ich glaube, dieses Beispiel habe ich auch irgendwo bei einem anderen Video mal genommen. Also ein bisschen Leder, ein bisschen Schweiß, ein bisschen dann Plastik, alles da drin. Nee, also ich bleibe bei meine 3 plus. Preis-Leistung, Leute, das war, ich glaube, 64, 62, irgendwann haben sie über 60 € dafür. Also 4-, nee, nicht die Sache wert für mich. Es ist immer wieder cool, neue Destillerien kennenzulernen. Und da gibt es bisher auf YouTube, glaube ich, hier von der Yellow Rose, auf Deutsch auf jeden Fall, vom Outland, von der Outlaw nichts. Und das ist echt eine schöne, schöne Sache, das hier zu testen. Ich habe auch eine Teilung gemacht bei unseren, besser gesagt, German Bourbon Lovers Germany bei Facebook, also German Lover, genau. Bourbon Lovers Germany. Wow, Jason, ich habe da nur ein bisschen hier gehabt. Bourbon Lovers Germany. Da in unserer Facebook-Gruppe gab es diese Teilung und da ging auch relativ gut weg. Da blieb ein kleines bisschen was für mich über. Also auch das kommt auf meine Sample-Liste. Könnt ihr hier nochmal auch schauen und dann annehmen. Nee, muss nicht sein. Okay. So, Sample-Liste habe ich schon erwähnt. Amazon habe ich auch noch nicht erwähnt, aber bitte draufschauen, was anders klicken. Und die Frage des Tages ist: Welche Whisky kennst du, der so viel Farbe in so kurzer Zeit übernommen hat? Ja, also das ist genau 12 Monate, ein bisschen mehr. Und das Zeug hier ist absolut. Also, ich halte das hier nochmal hoch. Ihr könnt das sehen, das ist Wahnsinn, ja? Also ich habe da bei Bourbons, also bei Whiskys gesehen, die 20, 30, 40 Jahre alt waren, genau diese Farbe gesehen. Aber das sieht aus wie mein Elijah Craig Barrel Proof. So, so schlimm ist das, so gut ist das. Und das bei 46%. Wahnsinn! Also welche Whiskys kennt ihr ohne Farbstoff, die so aussehen? Natürlich könnte ich einen Dalmore dazwischen tun und das auch dann so nehmen. Ich glaube, das war bei The Whiskey Vault vor ein paar Wochen. Das haben sie einen Dalmore genommen, der eine unabhängige Abfüllung hatte.
Und da ein Dalmor, der normal war, und der Dalmor, der unabhängige Abfüller hatte, sah so aus. Und der Dalmor sah so aus. Das war echt so viel Karamell hauen sie da rein. Das ist Wahnsinn. Okay, meine Frage ist, welche Whiskys kennt ihr, die so viel Farbstoff haben, die so viel Farbe haben ohne Farbstoff? Wow. Lange, lange, lange Tage, ich bin müde, sorry. Okay, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Immer liken, immer abonnieren. Ich muss 1000 Abonnenten kriegen hier, damit wir tatsächlich das hinkriegen, dass ich nicht eine Strafe, nicht ein benachteiligt wird jetzt hier bei den neuen Regelungen hier bei YouTube. Das wäre ganz cool, wenn das so sein könnte. Ich bedanke mich immer wieder am Sonntagabends auf meine Whisky Live Stream Sendungen schauen und wir sehen uns dann morgen. Ciao.